Keine langen Reden, kein Honig, der um den imaginären Bart geschmiert wird und kein ausladendes Rahmenprogramm. Und trotzdem, oder gerade deswegen, berührte die Verleihung des Preises für Toleranz und Zivilcourage am gestrigen Abend. So erinnerte Bündnissprecher Armin Schneider beispielsweise an faschistische und neofaschistische Übergriffe, aber auch daran, wie gut die Willkommenskultur für Geflüchtete in Deutschland weitestgehend umgesetzt wird. Unter anderem daran soll die Preisverleihung jährlich erinnern. Wir wollen zeigen, dass es vieles Gutes gibt und eben nicht nur das Schlechte, über das berichtet wird, dass es viele gute Projekte gibt, dass gerade in Duisburg, in einer Stadt, die einen europaweit größten Binnenhafen hat, die von Interkulturalität und Internationalität lebt, viele Menschen tagtäglich unterwegs sind, die Gutes miteinander machen, und das wollen wir in den Fokus bringen. Miteinander gearbeitet haben Ulla Weltecke, Choreograf Royston Maldun und die Duisburger Philharmoniker. Dabei haben sie ein Projekt auf die Beine gestellt, das gestern mit dem Preis für Toleranz und Zivilcourage ausgezeichnet wurde. Exile, zu Deutsch Exil, nennt es sich und ist ein Community-Tanzprojekt, welches rund 200 junge Akteure auf die Bühne gebracht hat. Für Ulla Weltecke passen Tanz und die Verarbeitung politisch brisanter Themen perfekt zusammen. Weil das eben sprachlos ist. Es macht sprachlos und es ist sprachlos. Mit dem Zitat von Royston Maldoom kann ich das sehr schön ausdrücken. Wenn man miteinander getanzt hat, kann man auch miteinander leben. Die Duisburger Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin freut sich vor allem, dass ihre 30-jährige Arbeit in Duisburg mit dem Projekt Exile Anerkennung findet. Exile wurde im September letzten Jahres aufgeführt. Es handelt von jungen Menschen, die ihre Heimat verlassen, und von ihrer Ankunft in einer fremden Welt. Kein leichter Stoff, der jedoch leichtfüßig von den Preisträgern umgesetzt wurde.